Okay. Ja, heute herzlich willkommen zum Vortrag Publishing Workshop Flow mit Joomla 4. Direkt mal eine Abfrage. Wer kennt Joomla 4? Wer hat schon mal installiert, schon mal reingeschaut? Gegenfrage, wer nicht? Okay, dann machen wir doch die Live-Session, glaube ich, nachher. Was besonders erzählen will, ist Publishing Workflow Version 2. Weil kurz zur aktuellen Version. In Joomla 3 haben wir ja eigentlich die Herausforderung, dass wir solche Prozesse von Artikelveröffentlichungen recht schwer abbildbar haben. Besonders, da wir ziemlich eingeschränkt sind in den Statuswerten. Das heißt, wir haben entweder ist unpublished, published, archiviert oder im Mülleimer. Aber was wir eigentlich haben wollten, wäre ja sowas hier, dass man sagen kann, hey, ich will einen Artikel, der kommt rein, ist neu, dann muss er irgendwie Korrektur gelesen werden, er ist vielleicht outdated oder irgendwas passiert damit und ich kann verschiedene Flows abbilden. Oder je nachdem, was man haben will. Und mittlerweile ist in der Joomla 4 Alpha, was auch immer, 11, 12, da war Publishing Workflow enthalten. Und ich würde mal direkt übergehen und es euch mal zeigen, wie das aussieht. So, also Joomla 4 sieht aktuell, zumindest sieht Joomla 4 Alpha 11 so aus. Und der Publishing Workflow ist aktuell implementiert für Com-Content. Da muss ich. So, Joomla 4 sieht so aus. Und Publishing Workflow ist aktuell für Com-Content implementiert, also für die Artikelverwaltung. Und da gibt es auch einen neuen Punkt. Ihr kennt wahrscheinlich die anderen Sachen, gibt es wie in Joomla 3, aber es gibt einen neuen Punkt Workflows. Und die Idee des Workflows ist folgendermaßen, dass man sich im Prinzip beliebige Workflows zusammenstellen kann und je nach Anwendungsfall, je nach Artikelart kann man dann entscheiden, welchen Workflow man wo verwendet. Und es gibt, wenn man sagt, eigentlich reicht mit Joomla 3 Workflows, gibt es den Joomla 3 Workflow schon mitgeliefert im System, der immer gültig ist. Ein Workflow besteht aus zwei Sachen. Der besteht aus Stages. Und Stages sind in dem Fall bei Joomla, auf Joomla 3 gemappt, unpublished, published, trashed, archived. Also entsprechend nicht veröffentlicht, veröffentlicht, im Mülleimer oder archiviert. Und was dazugekommen ist, oder die Idee des Workflow ist, dass diese Stages, ich sag mal, degradiert werden zu nur noch Namen. Also man kann jetzt beliebige Namen sich in dem System verteilen, zum Beispiel braucht Korrektur lesen, braucht irgendwas. Und man definiert dann über die Stages, wie der Artikel sich verhält. Also wir haben eine Verknüpfung zu Conditions heißen die. Das heißt, wenn ich einen Artikel habe, der unpublished ist, dann ist er logischerweise in dem Fall unpublished. So, der Clou des Ganzen ist aber, wenn wir unseren eigenen Workflow bauen, müssen wir nicht an diesem Verhältnis halten, sondern wir können sagen, Joomla Day Workflow. Kurze Info, natürlich gibt es auch die ganzen Permissions, wie man es in Joomla kennt. Und wenn ich einen neuen Workflow mache, bekomme ich im Prinzip immer den Standard Joomla Workflow, den man aus 3 kennt, voreingestellt. Aber jetzt kann ich anfangen und sagen, okay, das Unpublished, das soll nicht Unpublished heißen. Wie man hier sieht auch, werden konstant verwendet. Das heißt, man kann über Sprachovervrides den Workflow mehrsprachig machen. Aber man kann auch hart einfach einen Text reinschreiben, zum Beispiel, wir nennen das nicht unpublished, sondern nicht online. Wichtig ist hier, dass enabled ist natürlich und hier ist jetzt die Condition. Und die Condition, jetzt kann ich entscheiden, was passiert mit Artikeln, die diesen Nicht-Online-Status haben. Und theoretisch, hört sich zwar komisch an, kann ich sagen, nicht online ist trotzdem veröffentlicht. Oder wenn ein Artikel auf nicht online gestellt wird, dann landet er im Müll. Das heißt, das ist unabhängig davon, wie ich den Status benenne, kann ich ein anderes Verhalten dazu packen. Das bedeutet auch, man kann sich dann verschiedene Abfolgen machen, wo man einfach immer nicht online ist oder unpublished ist. Zum Beispiel, ein Artikel kommt rein, der ist auf neu nicht veröffentlicht, dann ist er, braucht Korrektur lesen, immer noch nicht veröffentlicht, braucht ein Bild, immer noch nicht veröffentlicht und dann wird veröffentlicht und dann ist er online. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, weitere Status hinzuzupacken. Man kann sagen, okay, braucht Korrekturleser.
Ja, sage ich auch, nicht veröffentlicht. So, und da ist vielleicht ist schon jemand aufgefallen, wir haben hier einen kleinen Stern. Und der Stern hat folgendes Sinn: Wenn so ein neuer Artikel erstellt wird, dann fragt man sich natürlich, wo landet dieser Artikel? Was hat für einen Status hat er denn am Anfang? Und genau das sagt der Stern. Das heißt, wenn ein neuer Artikel diesen Workflow nutzt, dann bekommt er automatisch nicht online. Wir könnten auch sagen, wenn er sofort veröffentlicht werden soll, dann können wir natürlich auch das als Default machen, dann wird er automatisch veröffentlicht, wenn er diesen Workflow bekommt. Jetzt haben wir sozusagen, ich mache es wieder zurück. Jetzt haben wir verschiedene Status rumschwirren im Raum. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich von einem Status zum nächsten? Weil, ja, da gibt es ja keine Abhängigkeiten bis jetzt. Und dafür haben wir die sogenannten Transitions. Ich bin ja mal gespannt, wie das deutsche Sprachteam das übersetzt, aber. Statusübergänge, ja, sehr, danke schön. Transitions. Und wenn man sich das vorstellt, wenn man sozusagen einen großen Raum hat, der den Workflow repräsentiert, man hat ganz viele Status drin, sind Transitions Pfeile von einem Status zum nächsten. Wo man sagen kann, von welchem Status darf ich auf welchen Status gehen? Und wie man hier wieder sieht, ist es genau wieder Joomla 3 der Standard. Ich kann unpublishen, dann sehe ich auch, ich kann von jedem Status in Joomla 3 immer unpublishen. Ich kann von jedem Status immer publish machen, dass er gepublished ist. Ich kann es auch immer auf Trash machen und auf archiviert. Und jetzt können wir anfangen, das zu individualisieren. Da kann man zum Beispiel sagen, was haben wir denn für einen Status? Braucht Korrekturleser. Korrektur lesen. Und dann wird es zu öffentlich. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, alles, also man darf von überall diese Transitions vernutzen oder man darf es nur konkret machen, wenn dieser Artikel Brauchkorrekturleser hat. So, und jetzt natürlich die Frage, wer darf denn diese Transitions ausführen? Und dafür haben wir eine neue Berechtigung. Das heißt, man kann individuell einstellen, wer darf nun diese Transitions ausführen. Zum Beispiel kann man sagen, wenn ein Mitarbeiter da ist, da muss den kompletten Workflow durchlaufen von Korrekturlesen, Bild hochladen, was auch immer. Und dem Super-User, dem gebe ich einfach eine Transition vom Start zum Endpunkt, ohne dass er irgendwie Zwischenschritte gehen muss. So. Jetzt haben wir uns sozusagen Stages zusammengebaut und Transitions. Wer hat das Konzept noch nicht verstanden oder braucht nochmal eine Erklärung, weil das ist jetzt wichtig. Oder hat eine Frage dazu? Auf Benutzergruppe, also wie im Joomla-Standard. Okay. So, dann wollen wir schauen, wie es aussieht, wenn wir es dann im echten Leben verwenden. Wenn wir zurückgehen in die Workflow-Liste. Jawohl. Löst es dann eine Aktion aus, dass die Gruppe der Korrekturleser eine Benachrichtigung Ja, bekommt? also es gibt ja dieses Joomla-Plugin, wenn man einen neuen Beitrag einreicht im Frontend, gibt es eine E-Mail an die Administratoren. Und dieses Plugin haben wir erweitert, dass es auch tatsächlich schaut, hey, wer müsste jetzt als nächstes agieren? Und die werden benachrichtigt, wenn im Backend diese Erhält-System-E-Mails aktiv ist. Dann bekommt die Nachricht. Genau, basierend wird geschaut, wer darf nun weitere Transitions vom zukünftigen Status ausführen, die werden benachrichtigt, gesagt, hey, du musst irgendwas machen. Dass einer, der einen Workflow hat oder der die Berechtigung hat, alles zu tun, wie der Super-Admin immer eine E-Mail kriegt. In dem Fall, ja. Kann man das auch? Bis, ja klar, also du kannst ja System-E-Mails wegmachen oder du kannst auch im Ja, dann Plugin, kann ich nur alle wegmachen. genau, aber man kann im Plugin auch Was sehr deaktivieren. negativ ist für den Super-Admin, der eigentlich Und wichtige Vorgänge kennen muss. genau, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich weiß nicht, ob es Joomla 0 schafft, aber es gibt dann eine E-Mail-Verwaltung, wird kommen in Joomla, wo man solche Sachen dann besser konfigurieren kann. Vielleicht. Aber es ist in der Planung. Es gibt auf jeden Fall schon Bestrebungen dahin, das Ding. Aber im ersten Fall ist tatsächlich entweder ganz oder gar nicht, weil es bis jetzt, sagen wir so, immer so war und man hat sich einfach, wir haben uns einfach rangehangen in diese Funktion. Aber wenn die erste Funktion dann aufgebohrt wird, dann gilt es auch für hier. Ja. Seiten und bekommst automatisch eine E-Mail,
wenn irgendwo eine Statusänderung ist, du tickst doch irgendwann aus, stellst aus, verpasst dann aber eben wichtige Informationen. Das kann sein, ja. Ja, und dafür kann dein E-Mail-Programm ja ordentlich filtern. Die Frage ist, wie genau muss es filtern? Also es ist schon sehr schwammig. Also das könnte schon zu einem Problem führen. Aber das Schöne ist auch, dass jede Statusänderung verursacht ein Plugin-Event. Das heißt, du kannst dir ein eigenes Plugin schreiben, wo dann vielleicht so macht, wie du es haben willst. Dann kannst du das Joomla deaktivieren. Das kann ich verändern. Genau. So, zurück zur Liste. Wie ihr seht, gibt es ja auch einen Stern. Und zwar war so ein bisschen die Herausforderung, was passiert denn, wenn ich einfach mal von Joomla 3 auf Joomla 4 migriere und noch gar nichts eingestellt habe, dann müsste natürlich auch, wenn ich einen neuen Artikel erstelle, in irgendeinen Workflow reinkommen. Und das ist dann immer der mit dem Stern. Und wir wollen jetzt natürlich unseren als Standard haben, wenn wir einen Artikel erstellen. So. Die zweite Frage ist jetzt, wie bekomme ich einen Workflow an einen Artikel, wenn er erstellt wird? Und die Idee dahinter ist, es gibt zwei Szenarien. Es gibt die Erstellung des Artikels, das heißt, der Artikel landet an dem ersten Status, den wir vorhin als Stern markiert haben. Und da war haben wir überlegt, wie es geht. Ist es cool, wenn man immer, wenn man einen Artikel erstellt, den Workflow aussuchen soll? Was aber, ich glaube, in vielen Fällen, in den meisten Fällen, echt Aufwand ist, den man nicht betreiben muss, weil man immer meistens den gleichen Workflow nutzt. Und wir sind dazu übergegangen, in der Kategorie, dass man in jeder Kategorie einstellen kann, welcher Workflow genutzt wird. Und zwar gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Man kann sagen, hey, nutzt den Default, den wir jetzt gerade als Stern markiert haben. Vererbe es von höheren Kategorien, das heißt, wenn wir eine ganz tiefe Schachtelung haben, müssen wir es nur einmal pflegen an der obersten Kategorie. Oder wir können explizit für einzelne Kategorien sagen, was soll genutzt werden. In dem Fall würden wir jetzt entweder Joomla Workflow nehmen oder Use Default, weil es genau passt. Das bedeutet, wenn ein Artikel erstellt wird, wird immer geschaut, hey, in welche Kategorie kommst du? Und dann wird in die Kategorie gefragt, hey, was willst du denn mit dem was für ein Workflow soll ich denn von dir nehmen? Und dann sagt die Kategorie entweder, nimm diesen oder schau doch weiter oben. Und dann geht man hoch und irgendwann ist man ganz oben, dann wird entweder die Default genommen, ja, oder ist halt eine zugeordnet. Und das ganze Workflow, die Workflow-Zuweisung ist dann, also das war jetzt die Admin-Ebene, also der, wo das System einrichtet, ist dann für den End-User eigentlich relativ einfach. Wir erstellen einen Artikel. Und haben hier auf der rechten Seite, hat sich das Statusfeld ein bisschen geändert. Und zwar gibt es jetzt, früher gab es immer das Publish, Unpublish als den Status selbst. Und hier gibt es nur noch einmal den aktuellen Status. Also es würde, wenn wir jetzt starten mit dem Status, ist ja unser Default nicht online. Das heißt, es wäre nicht online. Und darunter sehen wir dann die Transitions. Das heißt, mit diesem Feld können wir nun die Transitions antriggern und sagen, hey, führ doch gleich das aus. Das heißt, wir können entscheiden, wir bleiben jetzt gleich nicht online oder wir gehen jetzt direkt den ersten Schritt und publishen sofort. Das haben wir, muss mal schauen, habe ich da eine Transition dafür gebaut von diesem Status? Das weiß ich nicht. Nee. Habe ich wahrscheinlich keine Transition gebaut. Okay. Das heißt, wir speichern das einfach, den Artikel. Und erst, wie man sieht, nicht online und sieht auch, nicht online ist unpublished, führt dazu, dass er nicht unpublished ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, den nächsten Schritt zu erreichen. Ich gehe rein in den Artikel, klicke drauf und kann nun wieder ausführen. Kann sagen, okay, du bist nun published. Oder ich gehe jetzt hier in die Liste, klicke auf das Icon und kann dann hier wieder eine Transition einfach ausführen. Und im Prinzip ist das so die Grundbasis, wie das jetzt agiert, wie man agiert als End-User. Man hat halt, und man bekommt, wie durch die Permissions, die ihr vorhin gesehen habt, bekommt man genau nur die Transitions, die man ausführen darf. Das heißt, wenn man ein nicht so hoch gewerteter User in Sachen von Rechten ist, dann bekommt man keine Transitions, dann kann man es einfach nicht ausführen. Ja. Gibt es auch so eine Art von Feedback-Flow, sodass ich einen Artikel wieder zurückgeben kann, damit derjenige, den der geschrieben hat, nochmal korrigiert? Genau, also die Frage war, gibt es eine Art Feedback-Flow, dass man wieder zurückschicken kann? Ja klar, also du baust dann Transitions auf. Du baust einfach von A nach B und von B nach A wieder. Also dann einfach zwei Transitions, die dann diesen Loop bauen. Ja. Wenn man einen Status, beziehungsweise einen, wie auch immer Status jetzt heißt,
wir diesen Status aus von der vom Slackbox. Mhm. Und dieser Status dann, sagen wir mal, drei Knoten weg ist, werden dann alle Transitionen bis dahin ausgeführt? Nee, du bekommst immer nur, also die Frage war, wenn es einen längeren Flow gibt, eine längere Kette, ob man dann wirklich von einem Status überspringen kann und alle nacheinander ausgeführt werden. Also die Antwort ist nein, man bekommt immer nur die Transitions zum nächsten Status. Also du bekommst keine mehreren Schritte angeboten, sondern immer nur zum nächsten Status. Du musst immer springen, springen, springen manuell machen. Genau, also wenn wir jetzt sagen mal, du hast neu, brauch Korrektur lesen und publish und du darfst nur auf publish, von Korrektur auf lesen, auf publish machen, dann ist er, solange er neu ist, hast du gar keinen Zugriff drauf, dann kannst du gar nichts ändern. Du musst dann warten, bis jemand anderes dir das auf brauch Korrektur lesen setzt, damit du dann weiterarbeiten kannst. Dann hast du natürlich als Superuser hast du immer alles. Aber da kannst du nicht überspringen, du musst trotzdem alle einzelnen Schritte durch. Genau. Das zu machen oder eine Transition bauen, die darüber geht und dann die Events, die die beiden auslösen würden, auch auslösen. Genau. Ja. Stand jetzt. Ja. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, jetzt haben wir, wie ihr gesehen habt, wir haben nie direkt den Workflow an, war noch Frage? Okay. Wir haben nie den Workflow direkt an den Artikel gebunden. Aber vielleicht stellt man fest, ach, ist gar nicht mal so cool, dass dieser Workflow jetzt an diesem Artikel ist und ich bin jetzt daran gebunden. Und was wir sozusagen als Hilfsbrücke, nenne ich es mal vorsichtig, eingebaut haben, ist, dass man als Superuser, nur als Superuser, kann man hingehen und über die Batch-Funktion völlig wild springen zwischen den Workflows hin und her. Weil man sagt, vielleicht ist irgendwas passiert, wo ich sage, hey, ich will jetzt alle Artikel auf einen neuen Workflow ummodeln. Dann kann man es darüber machen. Das habe ich jetzt, dann habe ich es anders verstanden. Change Stage, also das sind alle dabei. Genau. Aber da wird halt der Workflow im Prinzip ignoriert und man macht so ein Hard Reset auf das Ganze. Aber vielleicht wäre das die Frage. Genau. Ohne Berücksichtigung auf irgendwas. Da wird einfach hingesprungen, da wird. Ja. Und wie sind da die Berechtigungen festlegbar? Gar nicht, das ist Superuser. Du bist entweder Superuser. Genau, nur Superuser. Ja, genau. Weil es umgeht halt echt alles und deswegen muss man da recht sensibel, glaube ich, mit umgehen. Deswegen haben wir es echt abgesperrt. Wobei das natürlich problematisch sein kann im Redaktionsalltag, wenn du einen Chefredakteur hast, der im Grunde genommen ja eigentlich den Workflow bestimmen sollte, können sollte. Er sagt, okay, die haben das Ding jetzt veröffentlicht in der Kategorie XY. Was passiert denn eigentlich, wenn ich dann die Kategorie verändere, die einen anderen Workflow hat? Nix. Das ist die eine Frage. Genau. Ja. Und dann dürfte es ja eigentlich nichts ändern am Workflow, weil sonst könnte ich damit ja das rechte Management umgehen. Aber jetzt will der Chefredakteur und sagt, die haben das Ding in der falschen Kategorie veröffentlicht, das soll in der andere und da ist ein anderer Workflow, ist aber nicht in der Lage, den Workflow zu ändern. Muss dann den Superadmin informieren. Da ja. Vielleicht nochmal für die zukünftige Planung überlegen, ob es da die Möglichkeit gibt, das über die Änderung des Workflows über Berechtigungen zu machen. Vielleicht, ja. Also die Frage war zum einen, was passiert, wenn man die Kategorie wechselt in einem Artikel? Und dann ist das gar nichts. Die Kategorie ist jetzt sozusagen nur der Einstiegspunkt. Danach ist völlig egal, was passiert. Danach hat die Kategorie keinen Einfluss mehr auf den Workflow. Das heißt, wenn ich eine Kategorie wechsle, bleibe ich in dem bestehenden Workflow drin. Und die zweite Frage war, dass vielleicht nicht so cool ist, dass nur Superusers, oder eine Aussage würde ich mal sagen, dass nicht nur Superusers machen sollen, sondern vielleicht auch andere Leute, weil man irgendwelche Korrekturen machen soll. Ja. Ja, wir sind offen für Pull Requests. Genau. Dass halt irgendeiner in der Redaktion sagen kann, dieser Workflow, der jetzt gewählt ist, ist Schwachsinn, weil das war erst die falsche Kategorie, was ja immer passieren kann. Und dann kann er es nicht mehr ändern. Ja. Also was da als Lösung Sinn machen würde, wäre, dass sobald der Kategoriewechsel gemacht wird, der Artikel wieder als neu eingestuft wird. Ja, aber das ist nicht praktikabel, glaube ich. Wenn du willst, nicht das veröffentlichte Artikel dann wieder einen kompletten Workflow durchlaufen müssen. Doch, weil ich einen anderen Workflow habe. Genau das will ich.
vielleicht optional als Option, dass man kann entscheiden, dass das neu. Das Einzige, was tatsächlich ja kontrollierbar ist, weil du weißt gar nicht, ob du dieselben Konditionen hast, also übersetzbare Konditionen in dem neuen Workflow hast. Ja, vielleicht. Ja. Wenn das dann in den neuen Workflow reinkommt, dann muss es halt das Ding nochmal durchlaufen. Das kannst du ja schnell, weil der ist ja vielleicht schon Korrektur gelesen, das heißt, der kommt nur an der Klinge. Ja. Ja. Wir haben ja noch bis Oktober Zeit dafür. Ja. So, wenn man jetzt auch sagt, wir haben auch hier eine Option drin, Edit Workflows, das heißt, man kann auch entscheiden, ob der Workflow überhaupt angezeigt wird. Wichtige Info, das heißt nicht, dass man Workflow nicht verwendet. Im Hintergrund wird natürlich immer noch der Workflow verwendet, nur da werden die Menüpunkte weggeblendet und ich sage so, wenn man sagt, mir reicht schon das Writing, dann deaktiviere ich die Option und bekomme nie in Kontakt mit dem Workflow, sondern kann die Leute ganz normal machen lassen. So im Prinzip wie Custom Fields, wenn man es deaktiviert, davon ist eigentlich inspiriert, dann werden die bestehenden Custom Fields weiter genutzt, aber man kann keine neuen anlegen oder zumindest sind die Möglichkeiten versteckt. Ja, soweit. Irgendwelche Fragen oder wollt ihr noch irgendwas sehen oder? Genau, da kommen wir ins Gleiche zu. Und zwar, so, Live-Session haben wir, Version 2. Diesen Workflow haben wir vor zwei Jahren, war es ein Google Summer of Code-Projekt mit einem Studenten gebaut und ich möchte nicht zu tief reingehen, aber Joomla hat so ein bisschen Politik und so, und da muss man vorsichtig anfangen und dann haben wir so gesagt, wir wollen mal eine initiale Lösung reinmachen, aber die initiale Lösung ist natürlich eher so. Und deswegen sind wir sozusagen gestern zusammengesessen und sieht hinten dran, falls jemand lesen kann, das ist der neue Workflow. Und es gibt so ein bisschen IT-Konzeption. Es gibt, der größte Nachteil des Workflows ist eigentlich, dass er hauptsächlich fest auf Publishing, Unpublishing da ist, was so für Standard okay ist. Aber eigentlich, das war schon immer mein Wunsch, wäre es eigentlich viel cooler, wenn ich zum Beispiel sagen kann, ein Artikel, der nicht gepublished ist, darf Gruppe A editieren und wenn er gepublished ist, darf die Gruppe A nicht mehr editieren, sondern nur noch Gruppe B. Und das geht natürlich in Joomla 3 nicht und in Joomla 4 weiterhin immer noch nicht. Sondern wenn man editieren darf, dann darf man immer editieren. Und was wir dann haben wollen, das nennt sich State Machine. Das heißt, das IT-Konzept, mit dem man verschiedene States macht. Das heißt, wir haben der Workflow ist eine Maschine, der einfach nur von einem State zum anderen transferiert, also übergeht. Aber diese Publishing-Funktion ist nicht am Workflow gebunden, sondern wird von außen dran gepackt. Also das heißt, diese Transition kann verschiedene Sachen machen, kann zum Beispiel Permissions ändern, kann zum Beispiel Featured ändern. Und wenn man will, auch die Publishing ändern. So mal, ist jetzt nicht 100% korrekt, wenn es richtig, kann man es nachlesen, aber so mal als Überblick. Das bedeutet, dass wir mit der Funktionalität weggehen wollen von den Stages. Also das heißt, ich sage mich nicht mehr, ist online bedeutet, er ist gepublished, sondern dass das einfach nur Namen sind, die tatsächlich dann dran haften. Und dass durch die Transitions diese Core-Felder geändert werden. Das heißt, dadurch, dass ich eine Transition durchführe, die sagt, hey, du setzt einfach den Artikel auf Published, passiert es. Das heißt, wir ändern den Moment, wo diese Änderung passiert oder wo diese Veröffentlichung passiert. Das hat einfach den charmanten Vorteil, dass wir ganz viele Plugins dran packen können. Das bedeutet, immer wenn eine Transition durchgeht, werden Plugin getriggert mit verschiedenen Informationen und dann kann ich ein Plugin dran hängen und sagen, okay, wenn diese Transition passiert, dann feature doch meinen Artikel. Oder nimm ihm Rechte weg oder schiebe ihn in eine andere Kategorie oder schick mir eine E-Mail an 20 Millionen Kunden, die dann mitgeteilt bekommen, hey, es ist was veröffentlicht worden. Was ich glaube, das Ganze sehr flexibel macht. Wir haben auch einen zweiten Nachteil. Es gibt in Joomla diese nette Funktionalität Publish Up, Publish Down. Und es gibt jetzt auch in Joomla 4 Feature Up, Feature Down. Ich weiß nicht, ob es schon gemerged ist, aber es wird kommen. Das heißt, man kann sagen, es soll irgendwann gefeatured werden, irgendwann nicht mehr gefeatured. Geht nicht mit dem Workflow. Weil Workflow ist ja, kann ja irgendeine Condition haben. Und das Publish Up, Publish Down funktioniert in Joomla leider nur so, wenn der Artikel tatsächlich
veröffentlicht ist. Das bedeutet, dass auch in Joomla meiner Meinung nach ein bisschen falsch umgesetzt wurde, damals früher vor 35, 40 Jahren, was verständlich ist, dass wir da ein bisschen ein kleines Problem haben. Und da sind wir echt gestern auch ziemlich lang dran gesessen. Und was wir eigentlich bräuchten, ist, dass wir Transitions getimed ausführen können. Dass wir sagen können, hey, ich will jetzt gar nicht mal die Transition jetzt ausführen, sondern ich will die in 2 Monaten ausführen und die Transition, die unpublished meinen Artikel. Und dann will ich nochmal die nächste vielleicht in 5 Monaten, die ist ja published. Und zwischendrin soll sie noch gefeatured werden und angefeatured werden. Genau. Was sich erstmal relativ cool anhört, dass man sich sozusagen eine Kette von Verknüpfungen zusammenbaut. Wir haben nur leider gestern relativ schnell festgestellt, Joomla hat so was Schönes wie Repeatable Fields oder Subforms. Das heißt, man hat einen Plusknopf, 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 Plusknopf und baut sich eine riesen Liste auf. Ich glaube, das will keiner haben. Und leider scheitert es gerade so ein bisschen an der Umsetzung, dass man UI-mäßig, also ich glaube, wenn man das mal gesehen hat, ist es dann verständlich. Aber wir haben ja, was sind wie viele Millionen User? 2,5 Millionen, wo Joomla nutzen. Ich zähle mal durch, sind glaube ich nicht alle da heute. Und wir brauchen eine Lösung, die wir leider noch nicht haben, die, ja, die das bedienbar macht. Das heißt, kurzfristig, wir werden diesen Weg versuchen zu gehen. Da komme ich gleich nächste Folie auch dazu, warum ich sage versuche. Aber in einer sehr abgespeckten Version, dass man nur mal eine Transition, dass man entscheiden kann, ich führe sie gleich aus oder ich time sie. Weil ich glaube, das verstehen die Leute. Aber so die Verschachtelung verstehen die noch nicht. Falls ein guter UI-Designer da ist, George ist hier, ich, Harald und Marco, das ist nicht hier, sprecht uns doch mal an, falls ihr Ideen habt. Wir brauchen gute Ideen. Und zwar schnell. Ich möchte nichts vornehmen. Sorry, George, but Oktober ist der Alpha, die Beta-Version. Ist korrekt? Something like that. So, Oktober brauchen wir die Lösung plus die fertige Implementierung des Ganzen. This year. Bedeutet, falls jemand Interesse hat, wir brauchen Programmierer, wir brauchen Tester, wir brauchen UI-Designer, meldet euch, bitte, bitte, meldet euch. Fragen? Können Workflows exportiert werden und in anderen Joomla-Projekten importiert werden? Aktuell noch nicht, nein. Jetzt muss ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lernen. Mein Wunsch ist ja, dass mir mal eine Extension, also die Frage war, können Workflows extern importiert werden? Mein Wunsch ist ja, da leider noch ein bisschen auf Arg-Widerstand stößt, dass wir mal eine Sample-Data-Export- und Import-Funktion haben. Dass wir die ganzen Sample-Datas nicht mehr brauchen, sondern dass man selber Artikel irgendwas erstellt, markieren kann, sich Pakete rausholen, in andere neue Systeme reinpacken kann. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass sowas mal kommen sollte, wäre es dann möglich. Genau, also es ist nicht schwer, das selber zu schreiben. Das sind 3 Tabellen für den Workflow. Da gibt es eine Workflow-Tabelle, die Transition-Tabelle und die Status-Tabelle. Man muss halt nur beachten, dass sie gegebenenfalls bestehende Systeme importiert werden oder die IDs etc. irgendwie angepasst werden müssen. Ja. Und das ist die einzige Schwierigkeit dabei. Genau. Für was? Yes, they want it. Is it implemented? Okay. Ja, George hat gerade gesagt, es gibt ja eine API für Joomla 4. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Workflow drin ist, aber damit kann man dann, also über die Konsole, kann man scheinbar schon, ich habe es noch nicht angeschaut, Sachen raus exportieren, importieren. Frag doch bitte George. Was war die Frage? Okay. Okay, dann. Weitere Fragen? Ich habe jetzt ja noch, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ja, deswegen brauche ich Fragen. Okay, dann keine Fragen. Dann würde ich euch doch auch einladen. Pizza Bugs & Fun am 19. Oktober. Auf der Webseite pizzabugsandfun.com
findet ihr eine Karte, wo überall Locations sind, ist ganz deutschlandweit und international. Fängt um 9 Uhr an, geht solange ihr wollt. Ihr bekommt Pizza und Getränke kostenlos und dürft dafür, seht mal, was in Joomla passiert, wie in Joomla entwickelt, getestet, dokumentiert, übersetzt, alles wird und jeder Helfer ist willkommen und jeder, es gibt für jeden was zu tun. Also ihr müsst nicht programmieren können. Mike ist da, Dokumentation, ich glaube, letztes Jahr war es sehr erfolgreich mit Dokumentation, da haben wir ziemlich viel geschafft. Und ich sage mal so, die Joomla 4 Dokumentation ist zwar nett, aber könnte noch ein bisschen verbessert werden. Genau. Und es ist alles für jeden was dabei. Screenshots machen, Pfeile draufmalen, Übersetzungen, übersetzen von der englischen Dokumentation in die deutsche. Oder wenn ihr euch, ja, traut ist das falsche Wort, aber wenn ihr euch zutraut, gerne Joomla mal testen. Ihr braucht auch keinen Joomla mitbringen, ihr müsst Joomla nicht installieren können. Wir liefern euch alles mit. Ihr kommt mit Laptop hin, setzt euch hin, ihr bekommt alles dargeboten. Geht, wenn Interesse ist, geht auf Pizza Bugs & Fun drauf. Ja, schaut doch mal, beziehungsweise, da wir noch Zeit haben, kann ich mal kurz drauf gehen. Und wie ihr seht, ist internationales Event. Und Deutschland ist da recht stark vertreten. Genau, einfach mal draufklicken, seht ihr, wo alles ist. Gibt auch hier was von Dennis organisiert. Bei Fragen einfach an ihn wenden. So was in Kasachstan? Bald. Genau. Und wird uns sehr freuen. Also da ist echt für jeden was zu tun und es ist viel zu tun für Joomla 4. Ja. Platz in München? Ja, falls jemand in München eine Location kennt, wir suchen noch was in München. Weil Joomla hat leider kein Geld. Okay. Immer noch keine Fragen? Dann vielen Dank.